Genauer verwundender Schuss. Der Waldläufer schießt tödlicher, was seinen oder ihren verwundeten Schuss genauer macht. Nee. Widerstandsfähiger Gefährte, damit mein Wolf nicht so oft umgehauen wird. Tierischer Gefährte Kampfbonus? Oh, cool. Klassenfreischaltung. Mhm. Erledigt. Und du hast 9 Punkte. Okay. Mal 2 in Überleben wäre nicht schlecht. Auch 1 in Wissen. Athletik. Okay, weiter. Kriegerischer Verteidiger. Erhöht die Aufmerksamkeit des Kämpfers im Verteidigungsmodus, wodurch er einen Bonus auf alle Verteidigungen erhält. Bonus niederstrecken. Offensiv, defensiv, Unterstützung. Ich könnte ihm Wundpflege geben, da kann er sich heilen. Oder ich gebe ihm einfach Einsatz von Kampfaxt, Schwert, Morgenstern. Das würde ich ihm gerne geben. Ja, das gebe ich ihm auch einfach mal. Keine neuen Klassenfreischaltungen erledigt. So, jetzt könnte er nämlich das Schwert hier besser benutzen. Ja, sehr schön. Ich finde die Säbelrassler-Methode nicht so toll jetzt. Dieser Felsbrocken steht inmitten eines gezackten Steinriffs und wirkt je nach Stand der Sonne lange Schatten auf den Strand. Oh. Noch mehr Ghule. Viel mehr Ghule. What? Schadensreduktion. How may I help? Betäuben. Betäuben in die richtige Richtung, bitte. Ja. What? Kann ich die irgendwie schwächen? Heilige Meditation, stopp. Sind sie. Ich hoffe mal, die sind nicht die mir gegen Angst. Nein, sind sie nicht, zum Glück. Hey, you're not getting to me. Okay, ich glaube, sie haben meinen Wolf vergiftet. So, jetzt ist nur noch einer übrig. Gut. Mein Wolf hat es trotzdem erwischt. Ihr seht alle nicht mehr wirklich prickelnd aus. Ich hoffe einfach mal, dass es das jetzt mit Ghulen war. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Ein Streitkolben. Und ja, ich plündere jetzt einfach mal alles hier. Kettenhaube, Helm. Oh, und noch ein kleines Versteck im Sand. Amethyst, Seite von Fulvanus Reisen. Als ich in westliche Richtung nach Trolltal reiste, traf ich einen anderen Reisenden von beträchtlicher Intelligenz, mit dem ich ein angenehmes Gespräch führte. Dabei kam heraus, dass der arme Kerl die scheußlichsten Stiefel trug, die man sich vorstellen kann. Ich gab ihm meine Ersatzstiefel, damit er valianische Handwerkskunst besser zu würdigen lernt. Mögen sie ihm Gruße Dienste leisten, denn er sagte, er beabsichtige, die als Schwarzaugen bekannte Wildnis zu durchqueren. Das kann ich mir nicht als friedlichen Ort vorstellen. Okay. Ich denke mal, wir haben Fulvado hier oben gefunden. Vermute ich mal. Und wir haben die Sachen, die er verschenkt hat, ebenfalls gefunden. Oh, der hat jetzt 100 Ausdauer. Mit seiner Gesundheit sieht es auch noch okay aus eigentlich, aber mit seiner nicht.
wie sieht es eigentlich mit Level-Ups bei den beiden aus? Kurz davor. Okay, wenn wir die Quest abgeben, dürften sie Level-Ups kriegen. Damit öfter zaubern können und mehr Zauber können. Welcome. Es ist vollbracht. Ist es vollbracht? Ja. Krächz. Sie sind alle tot. Gut. Ihre schwächliche Versuche, uns zu überraschen, gingen mir wirklich auf die Nerven. Hier für dich. Sie gibt dir 3 Fläschchen für deine Mühen. Und jetzt können wir meinen Teil des Geschäfts in die Wege leiten. Ich werde mit der Zubereitung der Mixtur beginnen. Aber dazu brauche ich noch eine Zutat. Einige Spuren von Kreaturen in der Höhle dort. Sie deutet auf einen Ort gleich nördlich ihres kurzen Strandabschnitts. Sprosslinge nennt man sie. Sie stellen ein recht gutes Material dar und ich brauche einen für die Mixtur. Wenn dir noch andere in die Hände fallen, umso besser. Ich habe hier ein paar Spuren. In der Tat, hervorragend. Gib mal einen her, dann gebe ich ihn in den Kessel. Das sollte nicht lange dauern. Die Mixtur ist fertig. Bring sie zur Aufra. Sag ihr, sie soll sie vor dem Einschlafen, denn sie wirkt einschläfernd. Also sie soll sie vor dem Einschlafen einnehmen. Am Morgen sollte sie sich dann vitaler fühlen. Sag ihr, sie soll mehr Fisch essen, Käse auch. Der Tag wird für einen gesunden Appetit sorgen und sie kräftigen. Wenn ich mich recht erinnere, ist sie eine ziemlich zerbrechliche Frau. Im Moment, ich dachte, das wäre ein Heilmittel. Leid des Körpers kann ich wohl versorgen. Gebrechen mit der Seele aber bin ich machtlos. Vor allem, wenn die Götter dafür verantwortlich sind. Rangefall schreckt die Arme. Ich habe es viele Male erklärt, die Leute werden glauben, was ihnen gefällt. Also, dass sie glauben. Vielleicht würde ihr das helfen. Der Glaube ist eine mächtige Angelegenheit. In der Zwischenzeit wird sie sich besser fühlen und wenn das Vermächtnis ihr Kind nicht fordert, dann wird es gesund geboren werden. Das zumindest kann ich versprechen. Okay, Hagrim ist etwas pisst. Wir haben nämlich einen ganzen Berg Scheiße jetzt hier gemacht. Nur damit sie uns einen Vitaltrank gibt. Also beschimpfen wir sie mal Scharlatan. Unsinn, viele Jahre schon bin ich Hebamme. Was ich nicht bin, ist eine Wirkerin unmöglicher Wunder. Wenn du etwas gegen das Vermächtnis unternehmen möchtest, dann solltest du dich besser um Fürst Redrick kümmern. Denn seine Bestrafung ist es, was diese Frauen zu mir treibt. Wie versprochen habe ich alles in meiner Maschine getan. Bitte bestelle Afra meine besten Grüße. Oh, Level Ups. Erstmal für dich. Du steigerst mal, ich würde fast schon sagen, Wissen und die restlichen Punkte heben wir auf. Könnten wir dir vielleicht noch ein Level 1, eine Level 1 Fähigkeit? Flinke Füße, Geisterklingen. Erzeugt ein Feld überirdische Klingen, die das Ziel im Wirkungsbereich sofortigen Stichschaden und einem Humpeln Leiden zufügen. Nein, erschütternde Berührung, einölen. Nee, ich sollte lieber eine Level 2 Fähigkeit nehmen, weil davon kenne ich noch nicht so viele. Infusion der Lebensessenz. Flößt dem Zauberwirker Vitalität ein, wodurch er augenblicklich den Anstand Ausdauer empfängt. Feuerstrahl. Ätzender Abfluss. Frisst die Seele des Ziels auf, versucht Korrosionsschaden und passt diese Sets in Ausdauer für den Zauberwirker um. Er zieht Korrodieren, Schaden als Ausdauer über blablabla gegen, ja. Nehmen wir mal das. Zauberbuch-Slam. Er möchte es dem Zauber im Feind mit einem Zauberbuch zu zerschmettern, das mit spiritueller Energie geladen wurde, wodurch dieser großen Schaden erleidet und zurückgeworfen wird. Gibt Zauberbruch-Slam. Bonuszauber Stufe 1. Du erhältst einen zusätzlichen Zauber Stufe 1. Arcana-Schleier bewirkt einen Schutzschild aus Magie, das die Abwehr des Zauberers erheblich steigert. Durchdringende Explosion. Konzentriert die Kraft von Explosionen, wodurch die Schadungsreduktion des Zieles etwas negiert wird. Offensiv brauchen wir ihm nichts geben eigentlich. Gefährliches Werkzeug. Erhöht den von Werkzeugen angerichteten Schaden, fügt dem Charakter jedoch mit einem Angriff eine kleine Menge reiner Schaden.
Das ist nicht so toll. Gefährliches Werkzeug. Können wir auch noch anderes? Primitivenbahn. Schaden gegen Primitiv. Wildtiertöter. Das sind alles blutiges Gemetzel. Selbst 20% Treffer werden Ziele mit niedriger Ausdauer zu kritischen Treffern umgewandelt. Plus 0,5 zu den kritischen Treffern. Bei einem Angriff gegen ein Ziel mit niedriger Ausdauer werden einige Treffer an kritische Treffer umgewandelt. Und alle kritischen Treffer richten zusätzlichen Schaden an. Opfer Fernkampf-Angriffsgeschwindigkeit gegen eine erhöhte Schadensreduktion. Nutzer minus 20 Fernkampf-Angriffsgeschwindigkeit plus. Achso. Dadurch wird die Schadensreduktion des Gegners verringert. Anfälliger Angriff. Defensiv. Stellung halten. Reflex der Schlange. Tapferkeit des Bären. Ehrenwerter Rückzug. Waffe und Schild. Vorsichtiger Angriff. Und Unterstützung. Schneller Läufer. Waffenträger. Kind der Flammen. Geist des Verfalls. Schneller Wechsel. Wundpflege. Ich würde ihm fast schon Wundpflege geben. Aber ne, nehmen wir mal was von der Klasse, nämlich das mit der Schadensrede. Ne, nehmen wir einen Bonuszauber. Das ist besser. Und ihm hier. Heimlichkeit, Athletik, Wissen. Steigern wir mal Wissen bei ihm etwas. Viel und Heimlichkeit. Klassenfähigkeiten. Bonuszauber. Du erhältst einen Bonuszauber, inspirierender Glanz. Verbündete erhalten durch den Heiligen Glanz des Priesters einen Genauigkeitsbonus. Verbündete werden durch den Heiligen Glanz des Priesters weniger geheilt. Der Priester erhält jedoch einen Bonus auf alle Attribute und seine Bewegungen. Inspirierende Flamme. Die teuren Anhänger von Magra-Einheiten einen Genauigkeitsbonus. Wenn sie ein Schwert oder eine Arkebuse benutzen und kennen eine besondere Version von Explosion der Sommerflamme wirken. Verbot. Verdammt die Feinde des Priesters, wodurch alle Feinde im Wirkungsbereich benommen werden. Gibt Verbot. Einmal pro Begegnung. Das nehmen wir. Obwohl. Was ist das letzte? Strahlender Glanz. Feinde wirkungsreich. Feinde allein durch den heiligen Glanz des Priesters Verbrennungsschaden. Gefäße allein erhöhten Verbrennungsschaden, also Untote. Modifizierter heiliger Glanz. Feinde Wirkungsradius 20 Brennschaden über 3 Sekunden gegen Wille. Nein, ich nehme Verbot. Das klingt besser. Ich hätte ihm aber natürlich auch bessere Fähigkeit mit seinen Waffen geben können. Oder hat er da schon irgendetwas? Tapferkeit des Bären hat er. Was haben die anderen so? Explosion. Achso, das ist glaube ich die Fähigkeit hier, gell? Ne, Arkaner Angriff. Was ist Explosion dann? Charakter. Explosion. Gibt Explosion. Achso, erzeugt eine Explosion auf das Ziel bei des Zauberstabs, Tafel oder Zepters, die einfallen in einem kleinen. Ah ja, mittleren Schaden, das ist also der Bereichsschaden, den er hatte. Hups, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich weiter oben den Weg verlassen. Hier. Okay, hier scheint wirklich nichts mehr zu sein. Dann reisen wir mal wieder zurück. Und ja, ich habe nur, nehm kurz den Umweg über die Gabelung, weil ich gucken will. Ob ich von da aus schon nach Westen gegangen bin. Und ob es da wirklich nichts mehr gibt. Das wäre wahrscheinlich realistisch. Ja, da lang scheint es wirklich nicht nach Westen zu gehen. Okay. Goldtal. Rasten und der armen Frau das Fläschchen geben.